Ja, wir haben gerade schon von den Linken geredet und mit den Linken wollen wir jetzt auch reden, mit dem Fraktionschef der Linken, Ralf Christoffers, im Sommerinterview. Die Linke bekommt ja gerade Avancen von rechts. Die Brandenburger CDU, die schließt eine Zusammenarbeit mit den Linken nach der Landtagswahl nicht mehr aus. Das hat heute auch Vize-Landtagspräsident Dieter Dombrovskis von der CDU in der Lausitzer Rundschau neu befeuert. Tja, und wie reagiert die Linke auf diese Flirtversuche? Thomas Bittner. Ein echtes Bauhausjuwel mitten in Brandenburg. Die ehemalige Gewerkschaftsschule in Bernau. Sie ist 90 Jahre alt, das größte Bauhausprojekt außerhalb von Dessau. Wir verabreden uns hier mit Ralf Christoffers, denn er wohnt in Bernau und war schon oft hier. Und es ist ein Stück wunderschöner Architektur, die es aus meiner Sicht wirklich verdient hat, zum Weltkulturerbe zu gehören. Der linke Fraktionschef sagt, dass er die Koalitionsdebatten über eine Zusammenarbeit zwischen Linken und Christdemokraten nicht für eine Sommerlochdebatte hält. Und trotzdem bremst er. Es gibt zwischen Linke und CDU eine Reihe von politischen Unterschieden, die sowohl Herr Senfleben als auch ich sag mal, sehr, sehr oft miteinander artikulieren. Das ist einmal die Frage Vorstellung zur inneren Sicherheit. Da sage ich mal, gehen unsere Vorstellungen sehr, sehr weit auseinander. Auch im Bereich sozialer Entwicklung. Und insofern ist das zum gegenwärtigen Zeitpunkt schlicht und ergreifend Spekulation. Was richtig ist, dass vor allen Parteien die Herausforderung steht, sich auf veränderte politische Verhältnisse einzustellen. Damit meinen Sie die Existenz der AfD? Ich meine nicht nur die Existenz der AfD. Wir haben eine erstarkende Bewegung im Rahmen Freie Wähler beispielsweise. Morgen dann im Interview mehr über Diana Golze und Sarah Wagenknecht, über Polizei und linke Heimatgefühle.